Hallo und herzlich willkommen zu einem Aufgebraucht-Video von mir. Ich habe es schon sehr lange vorgehabt zu drehen, aber leider ist bei uns momentan, was heißt leider, wir haben diese Woche Spring Break und das heißt, bei mir ist irgendwie permanent irgendwas los und Geräuschkulisse, die ich nicht auf dem Video haben möchte, ist permanent vorhanden. Deswegen musste ich jetzt unbedingt einen ruhigen Moment abpassen und habe quasi jeden aus dem Haus geschmissen und hoffe, dass diese Version des Videos jetzt besser wird als die vorherige. Die habe ich versucht im Schrank zu drehen und das war auch irgendwie leichte Katastrophe. Von daher machen wir es jetzt einfach mal auf die Art und Weise und ich hoffe, die Kamera geht jetzt nicht direkt auf meine Titten. Hoffe ich, sorry. Okay, machen wir weiter. Da hatten wir den Enkel. Also, ich muss relativ schnell sein, denn ich habe die andere Kamera und die werde ich jetzt immer benutzen, weil irgendwie gefällt mir das Licht besser und deswegen, ja. Ich habe nur 10 Minuten, deswegen fange ich jetzt an, auch direkt mal an. Ich habe wieder einiges zusammengesammelt. Ich habe von Ende Februar angefangen bis, ja, jetzt Anfang April. Ich weiß gar nicht, ob im April irgendwas dazugekommen ist, aber ist auch egal. Ich habe wieder einiges zusammengesammelt und ich möchte jetzt nicht so unbedingt super lange um alles rumreden. Und ja, we dig in and throw it out. Weil eigentlich ist es auch Müll, ne? Also, fangen wir mal an. Und zwar, was ich benutzt habe, wie immer, und benutze ich auch nach wie vor, sind Wattepads. Ich hatte mir die hier noch von Evelyn aus Deutschland mitgenommen. Die finde ich ziemlich cool. Und habe jetzt aber hier dieses Whispers Wattepads. Da habe ich einmal welche, die sind exfoliating. Hatte ich, die hat mein Mann fälschlicherweise gekauft. Die fand ich jetzt nicht prickelnd, weil das schrubbt so. Ansonsten heißen die Ovals und ja, sind große Wattepads. Sind die ziemlich cool. Dann habe ich benutzt Shampoo und Conditioner von Balea beides. Das ist die Color Cleanse Spülung und Color Cleanse Shampoo Kokos und Tiare Blüte. Ohne Silikone. Mag ich sehr gern, hat einen angenehmen Geruch. Hinterlässt jetzt nicht unbedingt ein unangenehmes Gefühl mit den Haaren. Fettet auch nicht wahnsinnig schnell nach. Ziemlich cool. Preis finde ich auch immer bei Balea Sachen ziemlich cool. Aber wie gesagt, bei mir gibt es das nicht und nein, ich kann es auch nicht einfach nachkaufen, denn ich lebe in den USA, nur dass, falls wieder Fragen kommen, die habe ich irgendwie ständig. Dann habe ich aufgebraucht von BB Young Care das Abendschimmer, entspannender Karamellduft, Creme Dusche, das habe ich mir auch alles aus Deutschland mitgenommen. Fand ich nicht schlecht, hat einen gewissen BB-Geruch, die haben ja immer so einen Eigengeruch und einen leichten Karamellduft, aber jetzt nicht so Foodie oder irgendwie sowas. Hinterlässt so ein ganz angenehmes Gefühl auf der Haut, also schon so ein bisschen leicht wie eingecremt, nichtsdestotrotz habe ich mich trotzdem eingecremt, ja, wer hätte es gedacht. Nicht schlecht, aber jetzt auch nicht unbedingt was, was ich unbedingt vermissen werde, allerdings ich mag die deutschen Duschbadgrößen lieber als unsere, weil 500 ml irgendwie, wenn du den Geruch nicht magst, ein bisschen gut. Dann habe ich aufgebraucht von Balea Young die, jetzt geht die Sonne weg, ja, ich hoffe es Licht passt. Body Lotion in Zuckerschnute. Die habe ich schon super, super lange und konnte mich irgendwie nicht durchringen, die ja nonstop zu benutzen, bis er alle war oder ist. Jetzt ist er alle. Weil einfach der Geruch, er ist angenehm, also so ein Buttermilchgeruch. Ich meine, wer kennt es nicht. Aber ist jetzt nichts unbedingt, wo ich sage, irgendwie, yay, das gefällt mir jetzt jeden Tag. Also so ein bisschen leicht, geht einem schnell auf den Keks. Und Pflegewirkung fände ich jetzt auch nicht so prickelnd. Also war jetzt auch nicht unbedingt, ja, geil oder so, ne? Also nicht unbedingt was zu nachkaufen, aber die fand ich die Größe ganz gut, sind 400 ml. Dann aufgebraucht von Balea Young die Body Lotion Summer Clam. Die ist richtig, richtig alle, also da habe ich wirklich alles rausgedrückt. Mal schauen, ob es die dieses Jahr wieder gibt. Ich finde sie persönlich ziemlich cool. Also ich finde diesen Schimmer, den man auf der Haut hat, ganz angenehm. Und ich mag auch den Geruch. Also es ist so eine Art Kakaobutter-Kokosnussgeruch. Den finde ich jetzt nicht schlecht. Also das ist wirklich was, was man, also ich persönlich jetzt ganzes Jahr über benutzen kann. Bei uns auch ein bisschen wärmer als bei euch. Ja, mal schauen, ob es die dieses Jahr wieder gibt. Dann noch eine Bodylotion aufgebraucht von The Body Shop. Irgendwas juckt mich hier. Das Ding nennt sich Vanille, also das ist hier so eine Dose. Und zwar ist das so eine Zwei-Phasen-Creme, einmal für normale Haut und einmal für trockene Haut. Und die kam hier in zwei so Kammern. Das eine ist die ganz normale Body-Cream, die man bei Body Shop hat, diese relativ feste, die sich auch ein bisschen schwierig verteilen lässt. Und dann hatte man noch so eine, also so eine leichtere, flüssigere Form, die ich richtig cool fand. Und generell, ich mag,
Ach, riecht immer noch. Das riecht sehr, sehr angenehm nach Vanille, aber auch so einen leichten, parfümigen, schweren Geruch mit drunter. Ist jetzt vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Ich mochte sie sehr gern. Wir haben noch eine Packung da. Packung da. Bin ich ja ganz froh drüber. Dann noch für die Haare aufgebraucht von Vellaflex, das Vellaflex Haarspray, Glanz und Halt. Liebe Vella, aber nicht zu den Preisen, die man hier findet. Und vor allem, man findet sie auch nur selten und dann für 15 oder sowas Dollar. Ich habe die Möglichkeit, mir demnächst wieder ein Haarspray oder zwei oder drei mitbringen zu lassen. Und das werde ich auch nutzen. Gute Haarsprays für mich. Aufgebraucht von Schwarzkopf 3 Wettertaff Glanz Gel Wachs. Hatte ich seit fast, ja, ein Dreivierteljahr hatte ich jetzt. Aber bei meinen Haaren, ich brauche halt auch nicht wirklich viel. Ich style jetzt nicht irgendwie, ne? Also, macht da keinen Mohawk draus oder sowas. Riecht ein bisschen Bubblegum Fruity, irgendwie ganz angenehm. Klebt nicht, beschwert aber so ganz leicht. Also meine Haare hat es ein bisschen beschwert. Deswegen habe ich mir so wenig benutzt und deswegen hat es auch so lange gehalten. Dann für die Haare benutzt haben wir das Bamboo Candy Oil. Dry Oil Mist ist das. Das ist ein Trockenöl. Gibt man auf die Haare, bevor man sie föhnt. Und hat bei mir nichts getan. Also war jetzt nicht unbedingt, war alles in irgendwelchen Boxen drin. Deswegen sind das so kleine Größen. War ich jetzt nicht so super begeistert von, aber wie gesagt, das ist auch manchmal einfach die Haarlänge. Bei kürzeren Haaren mag es manchmal etwas mehr Effekt haben. Ebenfalls von Bamboo hatte ich das Style Boho Waves. Ebenfalls, es gibt ja von Bumble & Bumble dieses Beach Surf Dingsbum Spray. Das finde ich richtig cool für die Art von Beach Waves. Das gibt so ein bisschen Textur, weil es auch einfach mehr so ein Das ist mehr so ein Seaspray und das finde ich richtig gut. Also so mehr Salz drin. Mehr Wasser? Okay. Also ist mehr Meerwasser drin und das funktioniert besser. Das soll im Prinzip auch so ein bisschen so diese Beach Waves geben. Und es gibt bei mir alles, aber keine Beach Waves. Also es macht meine Haare sehr schön und sehr schwer und sehr doof. Und ja, muss ich nicht haben. Und dann hatte ich noch das Color Care UV Fade Proof Fluid, auch von Bamboo. Also von, nicht Bamboo, ist alles Alterna. Also die Reihe nennt sich Bamboo. Kopfschuss. Um das mal klarzustellen. Das war jetzt auch so ein flüssiges, öliges Zeug, was man die Haare gibt. Das fand ich wiederum nicht ganz schlecht. Das hält so ein bisschen so, das soll die Haarfarbe so ein bisschen länger erhalten. Das finde ich jetzt nicht ganz so verkehrt. Also, ja. Kriegt man aber ständig irgendwie hinterhergeschmissen. Und auch für die Haare habe ich noch zwei Sachen. Siehst du? Von Oscar Blondie. Das war auch so einer Box drin. Das Hairlift Thickening and Strengthening Mousse. Meine, ist spät. Zeugs. Das ist ein Volumenschaum. Und den finde ich richtig geil. Zum einen, der riecht nach Banane. Zum zweiten, der macht wirklich Volumen in die Haare. Und zum dritten, es hält absolut einen kompletten ganzen Tag. Viertens, es ist schweineteuer und deswegen habe ich es mir noch nicht als volle Größe gekauft. Und ein Shampoo von Peter Thomas Roth, das Mega Rich Shampoo. Das ist sehr, sehr gut. Das habe ich mir als volle Größe gekauft. Riecht sehr angenehm, hat so ein bisschen Vitaminzeugs drin, zum Beispiel C, E und Provitamin B5. Ich hoffe, es ist gut für die Haare. Also, sie freuen sich zumindest. Es hat Biotin B7 drin. Und alles in allem, ich finde es ein sehr gutes Shampoo. Also, es macht wirklich die Haare sehr schön sauber, hinterlässt ein leichtes Quietschegefühl. Und ja, sie lassen sich ganz gut stylen danach. Dann habe ich aufgebraucht ein Gesichtswasser von Florena. Das hatte ich mir im Kaufland gekauft, weil ich reise nicht mehr mit Gesichtswassern. Die laufen mir prinzipiell aus und das muss ich nicht haben. Das ist nicht schlecht, weil es hier halt zum Drehen ist. Das kann eben nicht so schnell auslaufen. Soll mattierend sein mit grünem Tee, also bio-grünem Tee. Gesichtswasser halt. Es hatte jetzt keinen Alkohol, es war nicht schlecht. Aber auch nichts, wo ich hinterher trauern würde. Jetzt habe ich mir ein paar Sachen fürs Gesicht. Und zwar hatte ich einen Augen-Make-up-Entferner von YSL, Top Secrets. Das war so eine Zwei-Phasen-Sache, eine blaue und eine Öl-Sache. Fand ich nicht schlecht. Hat das Augen-Make-up echt ganz gut runtergenommen. Das einzige Problem, was ich mit YSL habe, ist, dass ich leicht allergisch auf deren Skincare-Sachen bin. Also ich, sobald irgendwas an meine Haut rankommt, also so richtig an die Haut, kriege ich da Pickel ohne. Das
Praxis. Das nächste, was ich habe, ist von Shumira, der Skin Purifier. Das ist auch ein Make-up-Entferner. Das war ein Öl. Das ist sehr, sehr gut, um erstmal schon auf einer trockenen Haut das Make-up so ein bisschen loszulösen und dann mit einem Cleanser zu entfernen. Man braucht sehr wenig davon und es riecht jetzt auch nicht unbedingt unangenehm oder sowas. Fand ich ziemlich cool. Das einzig Doofe ist, dass man das jetzt nur online bestellen kann. Von daher weiß ich nicht, ob ich es mache. Dann von Peter Thomas Worth den Anti-Aging Cleansing Gel Reiniger. Und der hat Glycolic Acid und Salicylic Acid drin und deswegen finde ich den ziemlich cool. Den habe ich in großen Größe bestellt, nutze ihn morgens und abends und ja, sehr, sehr guter Cleanser. Anti-Aging, naja, was soll's. Dann habe ich benutzt von Giorgio Armani das Fluid Sheer. Das habe ich als Creme benutzt, absolut nichts wert. Das ist, kann man vergessen, das ist dünnflüssig, das ist Durchfall, nicht pflegend. Dann von Bliss Fat Girl Slim, das ist eine sehr gute Creme. Ich bin aber nicht so ein Fan von Bliss und deswegen, ich benutze andere Cremes, deswegen muss ich es nicht unbedingt nachkaufen. Mein absolut liebsten Lip Balm von Lush der Whipstick kaufe ich immer nach, ist ein Schoko-Dingens, jetzt klingelt mein Telefon, egal. Das ist, wenn man zu viel Apple hat. Stören wir uns nicht. Den benutze ich sehr, sehr gern. Von Boccia meine Oil Blotting Paper benutze ich auch ständig. Und damit sind wir jetzt auch durch. Ich habe nicht mehr viel Zeit auf der Kamera und deswegen werde ich mich jetzt auch in aller Eile bei euch verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sorry für das Telefon. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Kommentare, Videos, Videoantworten und alles unten drunter. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Bye, bye.